Ein Tretender, mal schauen, was heute noch geht. Jo, Merz, wo bleibst du? Jo, was geht ab? Stell dich grad vor! Alter, hey! Spät dran? Geht's dir? War schon. Die Arbeit, Mann. Weißt du? Digga, das ist höchst! Digga, was ist das für eine Palme? Jungs, kennt euch, kennt euch. Was geht ab? Ich will, Mann. So. Nix, Mann. Nix los. Neue Freunde machen. Neue Freunde machen. Ja, alte Freunde vergessen. Er ehrt uns. Lass gleich ein Video drin, komm. Mach direkt, natürlich, Mann. Wir machen wirklich direkt ein Video. Ja, Mann, lass noch. Mach aus, lass den Teil richten. So, Jungs, herzlich willkommen zum besten Format hier auf Welt. YouTube, Mann. Richtig auf der Welt. YouTube. Ja, YouTube ist auf der Welt. So, Jungs, ich bin Kevin. Ich bin Merz. Seid ihr Trade Breeder aus München? Oh mein Gott, Mann, wie so blöd. Jungs, wir haben ein neues Projekt am Start mit dem Hong. Wir danken uns erstmal an dich, Hong. Jeder von uns. So ist es. Jeder von uns hat einen Ordner bekommen und hier 5 Booster. Von dem neuesten Booster. Genau, natürlich. Von dem neuesten natürlich. Vor zwei Wochen. Ja, Mann. Vor 2 Wochen haben wir angefangen. Wir sollten aus den 5 Boostern, die wir aufgemacht haben, sollen wir das Bestmögliche rausholen. Und mal schauen, wer der bessere Trader ist. Ich würde mal sagen, Matt, du kommst an. Weil wir eh wissen, wer der bessere ist. So hässlich, Mann. Jungs, ja, kannst du euch mal sagen? Und zwar hier. Fange ich mal an. Soll ich gleich die Preise dazu sagen? Ja. Und wie du den vielleicht bekommen hast und so. Warte. Kommen wir hier dran. Wie er einiges rangeholt hat. Geh mir einmal ganz kurz durch, dann kann ich hier eins ja, machen. Ja, genau. Ja, nicht einiges. Du hast einiges rangeholt, Alter. Ich hab fast gar nichts im Gegensatz zu dir. Warte, hey. Jetzt kommt das Highlight. Hey, ihr glaubt, da ist gar nichts mehr, oder? Ja. Aber hey. Jetzt kommt das Highlight, Jungs. Immer noch nichts. Alter, Digga, ich glaube, ich hab echt nichts. Ich hab gar nichts. Ich würde sagen, ihr habt gewonnen, oder? Boom! Wir haben noch 5 Euro, nein, 6. 6 Euro, mein Freund. Oh, letztes Mal waren es 4, gell? Hä? Letztes Mal waren es 4, hast du dir was gekauft? Hier, ich zeig's sogar hier. Mit Beweis. Oh mein Gott! Was ich hier verkauft habe. Er hat auf eBay verkauft! Gibt euch! Auf eBay halt verkauft! Ist die Coming, ja? Nee. Die Comments habe ich auch noch drin. Ja, Jungs, wollte noch sagen: Wir dürfen die Karten überall traden, auf Facebook, auf eBay. Also gibt es keine Grenzen. Genau. Aber es gibt halt keine Schummerei. Hier ein Beweis natürlich. Ich meine, wir hätten so krass schummeln können, wenn ja, wir wollten. Aber ich habe verloren, ich hätte ja schummeln können, aber ich habe verloren. Ist noch nicht vorbei, Mann. Hä? So, du hast ja gar nicht. Ja, ist noch nicht vorbei. Aber ja, es sieht auch nicht mehr schlecht aus. Das ist Folge 2. Hier. Das muss man zensieren. Oh mein Gott. Geht 2,30 verkauft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. For free. Ja, for free. Ja, von warum machst du denn Decree? Hast du hergekommen? Decree. Und jetzt können wir nochmal zu den Eiskarten gehen. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich alles geholt habe. Keine Ahnung. Ja, kannst du ungefähr sagen, wie viel du rausgeholt hast. Komm, du weißt doch, was hatte ich am Anfang? Ich hatte keine einzige Ultra Rare aus den Boostern. Aus den 5 Boostern, ich hatte keine Ultra Rare. Ich hatte 5 Super Rares. Hab gleich die 5 Super Rares gegen 4 Euro, glaube ich, getauscht. Ja, und im Moment habe ich schon gedacht, scheiße, oh mein Gott, ja, ich habe verloren, ohne Scheiß. Und dann habe ich einfach alles rausgeholt. Und da habe ich halt noch Comments und so einen Scheiß verkauft und getauscht. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ich kenne nicht mehr alle Trades. Aber ein bisschen habe ich, der geht, ich glaube, 2. Genau. Der wird auch schon für 1,50 so verkauft. Was hast du jetzt insgesamt so rausgeholt? 1, 30. Insgesamt bei 15. Ungefähr. Mit den 6 Euro. Mit den 6 Euro natürlich. Also, Jungs, wie ihr seht, er hat vom Nichts. Er hat leider echt nicht gut gezogen. Wir beide haben echt nicht gut gezogen, muss man sagen. Nichts. Also, und wir waren broke as fuck. Echt so. Wisst ihr, was ich meine? So seht ihr, wie man vom Tellerwäscher nicht zum Millionär wird. So, doch einiges aber ranbekommt. Ah, jetzt, das hab ich auch noch bekommen. Natürlich das nicht. Ja, Jungs, dann meine Karten. Ich hab den Ordner nicht dabei, weil ich heute noch weg war, quasi heute den kleinen Ordner erstmal nicht mitnehmen, hab die Karten hier reingetan. Digga, dann zählst du gar nicht. Hey, stopp! Natürlich nur die Holos. Schauen wir mal, was ich rangeholt hab. Ich muss erstmal die Seite verlegen. Ja, irgendwo. Also, ich will mal den Ordner zeigen. Aber weißt du was? Hong filmt gar nicht den Ordner. So, Jungs. Ich hab jetzt alles bekommen. Erstmal zweimal 7. Leider etwas bespielt, würde ich als Exzellent immer noch verkaufen. Gehen wir noch 55 das Stück. Ja.
sagen, sind wir hier schon mal bei 11 Euro, Jungs? Sagen wir 10. Nur die Holos. Ja, sagen wir 10. Okay. Für mich. Der Krug 1,40, 1 Nebelkönig. Die geht 8 Euro. Habe ich vom lieben Mert, vom Mertmann. Ich habe einen blau-eckigen weißen Drachen. Was ist der eine? Bitte, Spirit of White. Genau. Oder Spirit of the White. Der hat ihn rangetauscht. Aber Mert wollte ihn haben. Ich wollte eine Ultimate gleich rangetauscht. Hier schon bei 18 Euro ungefähr. Schaut mal, ich habe sogar für Plus habe ich abgegeben. Für Minus meine ich, sorry. Ja, ein Euro der Minus. Geht 8? Nee, der weiße Drache geht 5. Der ging damals aber 7. Ja. Seht ihr, Jungs? Ja, trotzdem Minus halt. Trotzdem ein Euro Minus. Ist ja egal. Das wird gut. Dann hier macht uns einfach einen Trade-Buch. Oh mein Gott, was soll das? Genau, darum mach ich ja für dich, weißt du, was ich meine? Ja, was nicht herkommt mit Minus. Aber für dich kann ich noch. Der ist bei 8, gell? Genau. Sind ja schon bei 18 ungefähr. Ungefähr bei 18. Eigentlich bei 20. Melodie, ist aus dem Booster, Jungs. Ist die First. Ja, man, die ist sogar First. Ein bisschen Ding bespielt, aber. Ja. Sagen wir 3. Niemand Minus, sagen wir 5. Ja, okay. Hier geht noch 4. Schaut mal auf TCG Market, bitte. Ja, bin ich mir aktuell, Jungs, musst du geben. Rückkehr der Drachen. Geht 4. Geht auch 4. Sind wir schon bei 27 ungefähr. Saphira geht 1,50, 2. Den hatte ich eh da rangeholt. Der geht 10 Cent, also so allein. 10 Cent und von der einer Karte habe ich... Nicht 10 Cent, der geht 10 Cent oder so. Ja. Aber den rechnet man noch nicht. Von einem Trade, ich hatte auch von zwei Jungs, wie ihr in dem Video noch sehen könnt, habe ich einen Mega-Trade rausgeholt. Dann haben wir noch so ein paar Magier getauscht, die neuen, was ein Typ da haben wollte. Dann habe ich die Karten quasi besorgt. Natürlich habe ich die Comments auch noch, aber erstmal nur die Holos reingetan. Hast du es vergessen? Der geht auch noch 4 Euro. Ja genau, der geht auch noch 4 Euro. Und ich habe noch Karten im Wert von 3 Euro verkauft. Das heißt, wir sind bei, keine Ahnung, 40, 50. Okay! Warte! Digga, wir sind bei 37, was redest du? 10? 1,50 sind 11,50. Also 40, 50. Sagen wir 8,50 sind schon 20, die geht 4, die geht 3. Willst du rechnen? 27. Geht 4, sind 31, sind 33. Ja, mach mal 1, sind 34. Ja, ich dachte, ja, komm. Du, so 40, 50. Rücken wir auf. Auf 50, 60 auf, oder? Machen wir so. Rücken wir auch auf 40, dennoch 25 plus. Ja, zu dir. Ja, auf jeden Fall, ich muss mich da auf jeden Fall gestark geben. Ja, also ich würde mal sagen. In dieser Runde hat man nicht besiegt, aber hey, das war echt die einzige Runde. 1 für mich, Jungs. Wenn ihr mehr von diesem Format sehen wollt, gebt einfach Daumen hoch. Aber diesmal wirklich bei 400 Likes. Bei 400, Jungs. Also wenn ihr uns hier sehen wollt, die Trade wieder. Also 400. Bei 400 Likes kommt das nächste Video. Natürlich muss Tonga natürlich zustimmen. Er ist unser Teamführer. Der Teamführer. Teamleiter. Und wenn ihr wollt, apropos Team, sollen wir in den TPD-Team reinkommen? Home and Friends. Hashtag noch Homo, ja. Ihr seht, das ist alles einfach nur spontan, was wir hier labern. Ist aber auf jeden Fall cool, weil ihr müsst mal überlegen, wir haben aus nichts. Aus nichts 40 Euro. Und wie ihr seht, Booster kaufen lohnt sich auf jeden Fall. Hier wenn man vorne traden kann. Genau, wenn man traden kann. Hier vorne ist der Laden Funtainment. Super nette Verkäufer, gute Beratung. Wenn ihr was haben wollt, könnt ihr immer dahin gehen, wird gut beratet. Genau. Wenn ihr gute Karten zieht, könnt ihr direkt zu uns kommen. Wir nehmen euch alles ab. Ja, ich würde sagen. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall beim Hong, oder? Ja, Mann, Hong, auf jeden Fall danke. Ja, auf jeden Fall. Ohne ihn hätten wir das nicht machbar. Und wir hoffen auf weitere Folgen, Hong. Genau. Schauen wir mal, wie es bei dem Publikum ankommt. Genau, wir doch gut. Wir werden sehen. Es kommt gut rüber. Ja, ich finde es schon spannend, so aus, wie man aus so nichts irgendwas macht. Es mag zwar sein, dass wir ein bisschen hart rüberkommen, wie wir so drauf sind, aber es ist normal bei den Jungs, also denkt euch dabei nichts. Wir sind echt sehr liebe Jungs. Letztens habe ich auch einen Trade gemacht hier. Da hat der Junge gesagt, hey, das war noch ein kleiner Jüngerer, ich glaube 10, 11, 12, keine Ahnung, 14 Jahre. Genau, oder? Nein. Hat er gemeint, ja, können wir vielleicht zurücktauschen und so. Weil uns keine Ausrede wollte, keine Rede. Aber natürlich haben wir zurückgetauscht. Also Jungs, wir sind echt ehrlich. Genau. Ehrlich, zwei ehrliche Jungs mit Bar. Und mit Käffi. Ja, und mit Käffi. Geht auf der eine mit Haare, der eine ohne. Du hast schon Haare. Wächst langsam. Langsam kommt schon wieder. Wenn ihr mich sehen wollt, Jungs, ich bin Sonntag CCG für Autogramme. Und ich wieder, dass ich mich da hochgeladen bin. Nein, das ist nicht. Ey, ist so. Das da drüben nicht Kerre? Oh! Fame. Vielleicht kriege ich ein paar Autogramme. Ich will ja nicht ein paar Namen nennen. Jungs. Willst du denn irgendjemanden grüßen? Ich hab letztens schon gegrüßt. Ich hab auch jemanden gegrüßt, weißt du noch? Wen hab ich gegrüßt? Du weißt auch nicht. Ja. Dicker, dann schau dir das Video an.
Sehr ehrlich. Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Fontainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.